Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Seuchensimulator 2014. Nein, in 7 Days to Die natürlich. Mit dabei die Serendipity. Hallo ihr Lieben. Der Jack Fleischhammer. Guten Tag, ich hab TNT. Das ist schön. Wellcry. Moin moin. Und der Gorondor, der sich an Mais tot frisst. Morgen. Funktioniert das? Kannst du so schnell hintereinander essen und das füllt doch alles auf? Ja, ja. Das war doch irgendwie 7,8 oder 7,9 oder wie auch immer, ja, wie sie hier alle Mais ballern. Naja, weil du so ein ungeduldiges Etwas bist. Es ist startet, also man isst halt einmal Mais und es füllt sowieso nur einen, wie sagt man, so einen Teilstrich auf, den man so ganz leicht unten in der Balken sieht. Und es langt auf jeden Fall, um dich erstmal satt zu machen, aber langfristig brauchen wir auf jeden Fall Kartoffeln oder sowas, weil ich glaube, die heilen noch ein bisschen mehr oder füllen den Hunger mehr auf. Mhm. Übrigens, das Biohazard-Zeichen, da bin ich des Todes geweiht, aber es war schön mit euch. Mhm. Wollte gerade sagen, da bin ich drüber weg, dachte ich aber, nee. Nee, es wurde ja erklärt von Ben schon, dass man dort für 3 Ingame-Tage, wir sind ja erst an Tag 3, also es kann noch ein bisschen dauern, einfach die Stamina extrem schnell verliert und das ist auch so. Du kannst das doch am Debuff sehen. Wie kann ich das sehen? Machst du das Menü auf, gehst auf Charakter und links unter Buffs. Gehst immer mit der Maus drüber. Ah, Buffs. Kann man den Antibiotika schon herstellen? Ah, also noch 2,8 Tage, du Sack, steht hier. Ah, hier steht in Englisch, you sack. Nein, Gott. Ja, kannst du. Du brauchst dafür einen Beaker, Potassium Nitrate und dieses... Potassium Nitrate gibt's genug. Da könnt ihr euch dran satt. Gut, ich sag aber auch gleich, das Zeug herzustellen, also ich hab's letztens bei mir in der Aufnahme mal gehabt, für 9 Antibiotika hatte ich bei normaler Craftzeit 45 Minuten Dauer. Wow, das hat, macht okay. Auch Sinn. Was, echt 45 Minuten? Ja, ungelogen. Das schaffen wir in der Folge nicht. Das schaffst du in keiner Folge, glaube ich. Ja, da muss man auch schon mal zusammenhängende Folgen irgendwann mal machen. Dann musst du auch. Aber ich habe doch die Crafting-Zeit reduziert. Ja, da musst du dementsprechend gucken. Ich sag ja nur, wie es bei der normalen Craft-Zeit ist. Okay, wir haben, glaube ich, die Craft-Zeit halbiert. Oder ich weiß gar nicht, welche Geschwindigkeit wir da Aber fahren. Um dein Überleben zu sichern, kannst du da auch mal eine längere Folge bringen, oder? Ach so, du meinst jetzt... Ich sehe die schon in den Kommentaren aufschreiten. Ja, Walke hat gesagt, du bist mein Held. Er soll jeden Tag 2 Stunden Folgen bringen. Ja, genau. Ah ja, verstehe das schon. Ja, was machen wir denn? Wir haben 16:11, für einen Ausflug ist schon wieder keine Zeit. Das letzte Mal hat uns ja die Horde aufgehalten. Geht doch nach Dearsville. Nach Dearsville? Ihr wollt mir nicht erzählen, dass da alles gelootet ist. Wollen wir nach Dearsville gehen? Ja, aber ich will eben Wasser vorbeibringen. Ich hab hier 60 volle Gläser. Achso, du machst jetzt machst einen halben Dachgarten? Nee, was heißt einen halben? Na gut, wir machen einfach eine doppelte Decke praktisch. Na gut, wenn wir jedes Haus noch höher ziehen, ist sowieso... Ah, ist nicht ganz 5. Achso, du machst das einfach. Jetzt verstehe ich. Intelligent. Soll ich noch ein paar Frames machen oder hast du noch? Ich mach gerade, aber Holzplanken könnte ich gebrauchen. Habe ich. Aber die brauchen wir auch zum Ausfüllen, oder? Ja. Wie repariere ich jetzt eigentlich meine Pickaxe? Deine Eisenpickaxe? Ja. Da hätte ich noch Fragmente in der Tasche. Die könnte ich dir... Nee, brauchst du nicht. Nur sagen... Also, du machst Fragmente... Nein, sag's nicht. Du machst Eisenfragmente, also diese Streifen. Ach so. Also einmal Iron Bar in die Mitte. Dann Forging Metal, dann daraus wieder Short Metal Pipes. Und die Short Metal Pipes wieder in die Mitte und dadurch kriegst du die Eisen Metal Strips, okay. Genau. Mhm. 55 war ich gerade. Übrigens mal so als Resümee, ich kann jetzt drüber reden, der Server hört uns ja nicht. Ich habe das ja mal lokal gestartet, das Spiel, da gab es irgendwie Probleme. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das an dem Dedicated-Server liegt, der jetzt gerade läuft, dass es jetzt stabiler läuft. Oder ich hatte vorher die Dateien überprüfen lassen von 7 Days to Die und hat irgendwie 3 Dateien ersetzt. Warum da 3 Dateien defekt waren, nur so als Hinweis von euch, wer vielleicht auch Probleme hat mit dem Spiel, dass es abstürzt. Und ich habe das Steam-Overlay abgeschaltet. Weil das brauchen wir ja bei dem Spiel nicht wirklich. Ne? Jetzt sind sie alle still, sind erschlagen von dieser Informationsflut. Ja, genau, das ist so krass. Ich sortiere gerade die Kisten. Ich habe gerade neue Kisten hergestellt und ich sortiere die gerade. Ah. Ich versuche es zumindest. Ordnung in den Kisten, damit der Herr des Hauses einfach reinmüllen kann. Genau.
Dann kann der Herr das ausziehen. Nee, wenn es eine Grundordnung gibt, bin ich natürlich bereit, das auch so richtig einzutieren. Aber bei mir ist immer schwierig, das auch so zu weiterzuführen. Dann. Nein, weiterzuführen. Jetzt untergrabt doch nicht meinen guten Willen. Was mir jetzt gerade auffällt, wir kommen überhaupt nicht den Dachgarten hoch, weil wir das hier so schön gebaut haben, dass es ein bisschen schwierig ist. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Und wir müssen die Funnies mal anschreiben, dass sie uns Schilder zur Verfügung stellen. Die Funnies haben wir jetzt schon. Ey, Funnies. Jetzt seid ihr schon bei du, ja? Ja. Hier, Pimpies. Funny Me and Pimpies. My Pimp Gang. Wo bist denn du eigentlich? Was tanzt du mit den Erdblöcken da hinten? Ja, ich brauche noch ein bisschen Erde. Ach so. Haben wir eigentlich ich noch... Ich habe noch 13. Haben wir noch eine Metallaxt über? Nee, ne? Nein. Ich kann dir eine machen, wenn du willst. Du, Der Herr des... Oder beziehungsweise... Des Metalles. Der Eisenmann. Schmeißt hier mal ein bisschen Eisen auf den Boden. Hier. Weißt du, was ich nicht schön finde, dass hier das oben alles so unfertig ist? Sticks musst du irgendwo haben, oder? So? Ja, nee, Sticks habe ich, ja, das passt. Ja, dann, Jack, wo bist du eigentlich? Bist du im Keller? Nein. Nee, ich bin hier, Du hast hier unten ja angefangen im Keller, abzubauen. Du musst jetzt mal hier ein Lied hin, ja. Aber LED immer noch, aber ich will es noch korrigieren sagen, weil auch die Abonnenten ja immer wieder sagen, Ninjas, du hast keine Ahnung. Richtig. Das sind nicht Lead Zeppelin? Ja, Lead Zeppelin, genau. Das sieht aber geil aus. Das ist Blasphemie. Oh ja, stimmt allerdings, ja. Was hast du hier unten? Du hast immer nur warum ist hier so viel Material im Boden auf einmal? Was ist denn mit diesem Spiel los, diese Scheiße? Was du jetzt probierst, ich spreng mich jetzt. Ah nee, wenn ich sterbe, verliere ich die Rezepte, die ich gelernt habe, gell? Bist du bereit? Dann lasse ich das. Ja, Moment. Oh, das Hotel, das war eine Atombombe, die du gecraftet hast, oder? Oh, hier ist richtig. Guck mal, ich baue hier quasi nur das. Nur den Teil ab. Kommt! Er ist ein Hexer! Tötet ihn! ich baue hier nur den Kram ab quasi. Aber das sieht gut aus, ne? Ja, nur gut, wir müssen uns auch das irgendwie so bauen, dass man auch wieder anständig rauskommt, ne? Wer schiebt mich denn da schon wieder durch die Gegend? Ich fahre das durch. Bist du durch mich durchgelaufen? Schon. Du bist wirklich ein Hexer. Töt auf den Schalter raufen. So. War jetzt noch was mit dir, es will oder doch nicht mehr? Ja, 17.18 Uhr. Komm, wir probieren es. Komm. Ich nehme mir was mit und ich müsste mal mich irgendwo entleeren. Hört doch mal auf, mich rumzuschieben. Ich nehme mal. Geh an Baum oder sowas. Nein, ich gehe jetzt in die Kiste unten rechts und lade mich einfach hier aus. Unten rechts bei mir die Kisten? Nein! Ab da! So, aus LED kann ich da jetzt hier irgendwelche Bugshots machen. So, warte, ich komme gleich mit, ich bin gleich soweit. Ich bin hier in der Nähe, ich sammle noch Steine für die Bugshots. Die Planks, die Stones, die Sticks, die lasse ich mal da. Das Messer nehme ich zur Sicherheit mit. Die Fragments lasse ich da, das Buch lasse ich da. Holz lasse ich da, Clay lasse ich da, Old Plywood, Sand. Oh, ich habe noch freie Sand. Wo lässt du das alles? Unten rechts in der äußersten Kiste. So, das langt mir. So, ich bin bereit. Aber was zu trinken? Moment, für den Weg. Was soll denn der Scheiß? Ich fange hier an zu sortieren und du müllst mir die Kiste zu. Das war nur auf die Schnelle, weil wir machen einen Ausflug. Ja, auf die Schnelle. Wir machen einen Ausflug. Ich räum's nachher weg. Ich bin da, ich bin vorm Haus. Wo bist du? Auf der Straße. Los, wir müssen schnell los. Ach so, ich verliere Stamina. Vielleicht ist es nicht so klug zu rennen. Ja, verreck doch. Ich habe 6 Tee. Ich habe 9 Wasser dabei. Weiter geht's. Wasser? Nimm doch Tee. Das hilft doch. Also komm mit. Bringt komm mit. War hier nicht irgendwo noch hier? Hast du die? Wie heißen die? Denn? Wir müssen Antibiotika finden für den Papa. Für die Patronenhülsen. Die Patronenhülsen. Ja. Wenn wir hier über den Berg laufen, ist schneller, glaube ich. Ja. Wollt ihr die haben? Was? Aber wie gesagt, das jetzt? Tee kann ich dir sonst geben. Füllt dich ja komplett auf mit Stamina. Oh, weißt du, was ich gerade merke? Wenn du am Rennen bist, mit Großschraubtaste am Rennen bist. Hier liegen 2 Tee für dich. Und können wir nicht aus Brot auch irgendwie? Ach nee, können wir nicht. Das dauert so lang. 3 Jahre hat jetzt Ben gemeint. Ja. Wenn du am Rennen bist und füllst während des Rennens deinen Flüssigkeitshaushalt auf, dann ist schlecht. Weil dann verpufft das Wasser, was du reinkippst. Also so war es eben bei mir. Es kann natürlich auch an meiner Krankheit liegen. Ich bin atomar verseucht. Oh, ich habe Antibiotika gefunden. Yeah. Ja, super, gleich nehmen. Ich bin wieder gut. Ich bin wieder...
Pistole oder so. Genau. Ich habe eben nochmal zwei gefunden. And I have a cowboy hood. Bring the Jack Fleischhammer mit, you know? The cowboy hood, Jackie. You know the Jack Fleischhammer. Yeah, thank you, a guy. A great guy. He knows everything about TNT. Nothing else, but TNT is his life, you know? And he hates AC/DC. What is him? What is AC/DC? What is it about? Is that electricity, you know? What is it about? Is it... Witzig. Ja. Die Zuschauer feiern mich auch gerade, weil ich hier den Fleischhammer imitiere. Nicht. Okay. So, 9mm Munition. Gorondor. Herr Wellcry, before the right again, we know... Ich bin noch in dem Haus. I'm in the ersten Stock. Ich auch. I'm in the first floor. Und überhaupt hier, eine Toilette. Ich kann nicht was trinken. Nicht Toilette. Ich geh mal hier hoch. Hallo? Ist hier jemand? Ich geh schnell. Wie mache ich das? Was machst du wie? 9mm Munition. Die musst du erst lernen durch ein Buch. Haben wir irgendwo Bücher? Also normalerweise 9mm Bücher? Lernen. Nein, haben wir noch 9mm Bücher über? Lernen tust du normalerweise, indem du, herstellen, indem du ganz oben so ein Geschoss hinlegst. Oh, wir kriegen Besuch. In die Mitte TNT, Schwarzpulver und ganz unten eine Hülse. Und 10mm mit zweimal Sprengpulver.de. Ja, okay, verstehe. Also einfach nur eine längere Patrone. Aber wenn ich es im Inventar habe, müsst ihr mir anzeigen. Eigentlich schon, ja. Oh, Zombies im Haus, Vorsicht. Ja, ja. Brauchst du eine Pistole? Ich hab. Moon hätte ich. Also Pistole habe ich. Moon wäre so. Also, ich darf nicht Moon sagen. Hat Fischkopf schon bemängelt. Warum? Liegt hier Ammo? Auch ich kann dir auch ein bisschen. Jetzt kommt Zombie. Es kommt Zombie. Es wollte Moon. Also Ammo oder irgendwie was so. Ja, hier, da. Okay. Wo liegt? Irgendwo auf dem Boden hier, wo ich gestanden habe. Okay, ich kann nachladen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die kommen hier rein. Mhm. Ach so, ja. Ganz einfach. Wunder, das sieht ja... Oh, hinter dir. Lass uns mal rausgehen hier. Whoop, Vorsicht, am Eingang ist auch jemand. Whoop. Whoop, whoop. It's the sound of police. Whoop, whoop. It's the sound of the maze. Das war nochmal ein Lied, oder? Das ist noch gar nicht so her. Ich blute gerade. Lied? Okay, übrigens, Ben hat gerade innerlich gesagt, er will nicht mehr mit uns spielen, weil das nur noch in Chaos endet. Ich hab was. Hilfe kam. Jo, so... Ab und zu ein spontaner Hilfeschrei soll ja abhören. Müssen wir immer mit dem Fleischhammer spielen? Habe ich als unterschwelligen Subtext. Ich benehme mich wirklich hier gut. Aber sein Nimdi ist, glaube ich, gestorben. Also zumindest audiotechnisch. Nee, ich sortiere die Kisten immer noch. So, aber der Auftrag rettet Minias ist ja erledigt. Ja, ne? haben wir erledigt. Nee, der darf ruhig verrecken. Nein, es ist schon zu spät. Ich habe schon Antibiotika gefunden. Ach, das können wir ändern. Das ist kein Problem. Nein, das wird nichts. So. Oh, den hat's aber böse zerrissen. So. Oh, jetzt habe ich einen Pfeifen im Ohr. Tinnitus? Ja, du kannst ja nicht direkt neben mir abdrücken. Echt? War das so laut? Alter, leck mich doch fett, Mann. Ich mach jetzt reich. Reich an Metall. Wir sind reich. Das ist wichtig. Übrigens, ich hatte von den Schreck gekriegt, mein lieber Jack. Wenn du mal 7 Days mit deinem Kumpel Mario spielst. Schröber. Entschuldigung, dass ich dir seine Identität jetzt damit aufgeweckt, aufgeweckt habe. Die Safe Games sind jetzt unter eigener Dateien. Also My Games oder sowas, weißt du? Eigene Dateien, Seven Days to Die und nicht mehr in dem Steam-Ordner. Aha. Falls du jemals überhaupt ein Backup angelegt hast von deinen Dateien. Okay, dann hat sich der Tipp auch erledigt. Danke, aber trotzdem, also wirklich, dass du mit mir. Also, die Zuschauer sind vielleicht dankbar. Das war wirklich mal was Sinnvolles. Wenn er nichts kann, der Minjas, dann kann er zumindest schlaue Tipps geben. Oh, ich habe Munition gefunden. Ja, das Profi. Boah, so viel Eisen. 18:53, wir müssen auf jeden Fall noch den Rückweg einplanen. Ach ja, richtig. Ne, so. Ich krieg Besuch hier. Okay, doch nicht. Das ist schon offen, ja. Oh Gott. Soll ich immer noch ein Bett mitbringen? Nee, wir haben zwei Betten in der Truppe. Bring mal mit. Bring mal mit. Hier bei mir, okay. Jo, genau. Hallo, Frau. Ich bin wieder ein bisschen abgedriftet gerade. Okay, ist aber noch jemand drin, glaube ich. Hallo?
Hallo? Ich mach dir hier im Garten gerade. Ui. Hast du so eine schöne geheime Truhe unter der Treppe? Ja, früher war das wahrscheinlich ein gefundenes Fressen. Wo ist jemand? Ich höre jemanden laufen. Kaffee habe ich. Ist Kaffee gut? Kann man eigentlich Kaffee mittlerweile anpflanzen? Nee, gell? Nein. Schade. Na, aber Kaffee verlierst du halt eine ganze Zeit lang dann keine Ausdauer. Ja, grundlegend bin ich auch für Kaffee. Das ist auch so der Kaffeemensch, sagen wir mal. Wie den Kaffee? Wahrscheinlich ja, ähnlich Kaffeepulver wie den Tee. Und dann Wasser rüber. Minias, nimm mal den Vorderausgang. Ich weiß nicht, ob ich die hier... Das sieht so... Gott. Ups. Kommst du jetzt vorne raus? Dann renne ich jetzt vorne raus. Oder hinten raus? Ich bin schon draußen. Also noch, immer noch. Okay, ich komme zu dir. Hinter dem, jetzt hinter dem. Ja, komm, wir sollten es auf Rückweg machen. Wir haben schon 19.20 Uhr. Ja, machen wir das. Ich finde es übrigens gut, dass man jetzt einfach wahllos nachladen kann. Das war ja früher nicht so. Wenn man so ein Magazin halb leer hatte oder dann nachgeladen hat, war es weg. Weiß ich noch, da kamen immer Kommentare. Lad nicht nach, du Profi. Ja, so stand das da. Du Profi. So waren, ich dachte, so ja, echt ein Profi. Dann dieser Taha, nee, Ironie über. Jetzt höre ich auf. Ja, Frau ist auch schon gelangweilt. Ach Quatsch. Oh, Benzin, das ist gut. Moment, Moment. Bin's ja gewohnt. Ja, den ganzen Tag, das dumme Laber. Schmeiß ich den weg. So, noch ein paar Autos, einen Sedan. Oh ja, auch nochmal Benzin. Oh, kurz anders hinsetzen. Aua. Steiß. Wir laufen in die falsche Richtung. Ja, wir laufen hier runter, würde ich sagen, oder? Ist das richtig? Jo, wir laufen hier praktisch die Straße hoch, nehmen noch vielleicht das Auto da vorne mit. So, jetzt ist alles schön ordentlich, unordentlich. So, mein Inventar ist voll, ich kotze mich jetzt mal richtig aus. Einfach mal so. Einfach in die Kiste irgendwo. Ist egal. Kannst du die Kiste unten in der Mitte aufmachen? Nee. Warum nicht? Ja. Probier mal mit langer E halten. Hast du einen Code draufgelegt? Nein. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Der liebe Jack, unabsichtlich allerdings. Aber ich kann sie aufmachen. Kann ich den entkodieren? Brauchst du doch nicht, wir sind alle auf derselben Freundesliste. Genau, ich glaube, wenn wir eine Freundesliste... Ich krieg sie ja selber nicht auf. Ja, das ist so gewollt. Schlecht. Jetzt ist er auf, wie hast du dich immer? Oh, ich bin voll. Okay. Wenn du lange E drückst, kannst du einen Code eingeben. Oh, man muss den Code übrigens nur einmal eingeben. Das merkt er sich, dass du den kennst und dann wirst du, glaube ich, auch nie wieder gefragt. Also, bis der Sicherheit ändert. Gut, wir kommen jetzt zurück. So verstanden. Mission Minias Rettung ist erfolgreich. Ich gebe jetzt das Passwort an Jack ist eine Pfeife. Ist das okay? Nee, geht nur vierstellig. Ach, schade. Schwierig. Du darfst das TNT? Machen. Nee, kann man überhaupt Buchstaben eingeben? Nimm doch hier nochmal gelbe Pflanzen mit, wenn du... Oh ja, Entschuldigung. Ja, natürlich. Die ist auf, die Truhe, ne? Und du ganz oben rechts, die Truhe ist leer. Ich hab keinen Platz. Okay, danke. Aber doch, für Pflanzen habe ich auf jeden Fall noch Platz. Für gelbe. Insgesamt habe ich keinen Platz, aber Pflanzen hatte ich schon in meiner Tasche und... Oh, 1953, ich habe Angst. Weißt du, was schön wäre, wenn die irgendwann mal nachwachsen würden, wollte ich sagen. Aber in der Mitte von dem Feld sieht es so aus, als wenn die nachwachsen, ne? Also die jetzt gelben hier. Blumen. Ach, die nee, gelben... Entschuldigung, bitte. Mais. Das kann sein, weil der wird jetzt in zwei Schritten abgebaut. Genau, wenn du den oberen Teil nur abbaust, hieß es eben, der würde nachwachsen. Würde ich vermuten, weil sonst wohl macht es ja keinen Sinn. Frech. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, den. In zwei Teilen abzubauen. Oh, unser trojanisches Pferd wächst. Bald schieben wir es nach Troja rein. Wie denn? Das sieht von außen so ein bisschen aus. Das sieht aber sehr schick aus. Vor allem mit dem... Wo sind denn die Fackeln hier draußen angebracht? Dass das leuchtet das von innen durch? Das leuchtet, glaube ich, von innen durch. Das ist noch nicht so... So, da sind wir. Guten Tag. Hallo. Ich habe die Taschen voll. Wo mülle ich mich hin? Achso, Herr Fleischhammer. Ja. Ah, I have the cowboy hat mitgebracht, that you know, when you are down there, you're feeling like home. Howdy, Parker. Howdy. Daddy, thank a lot, Sieht man den schon, oder? Ja, sieht man schon, den Hut sieht man schon. Cool. Klamotten sieht man, glaube ich, noch nicht, wenn man sie anzieht. So, jetzt muss ich mal gucken, was hier für Kisten sind, dass ich mich mal hier
entmüllen kann. Rein Nein, nein, ich mach das schon richtig. Book. So. Also sind Pistol Book und Home Maintenance. Was nennt man denn hier von dem Home Maintenance? How to make repair. Teaches you how to make a repair tool for repairing structures. Hä? Ich kann das sowieso reparieren oder bin ich irgendwie. Vielleicht geht's schneller denn. Es geht um den Wrench. Ah, und Pistol Book. Pistol at its finest. Okay. Ich tausche mal ein bisschen aus und dann lerne ich mal. Jetzt darf ich noch nicht sterben, oder? Sonst sind die Bücher für einen Bobbes. Dann sind sie weg, ja. Das wäre natürlich irgendwie doof. Federn haben wir auch noch. Und dann haben wir noch Stoff. Haben wir keinen. Stoff haben wir. Nein, nein, nein. Ich sortiere gerade meine Taschen aus. Und ich gehe jetzt davon aus, dass alles richtig sortiert ist. Wer schickt mich denn da? Ich. Ganz dezent immer näher an die Kiste ran. Ich wollte auch mal schieben. Ja, ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird geschrieben. Dann Pflanzen. Oh. Die habe ich unten zu den Lebensmitteln gepackt. Ja, ich gucke gerade die einzelnen Kisten durch und hau das raus, was ich... Kaffee mache ich jetzt auch zu Lebensmitteln, oder? Ja. So, gleich gibt es auf die Backen. Sprengpulver gesehen? Wo lagern wir das? Sprengpulver bei habe Jack? Ich... unten, in ja. Jack und dann stellen wir ihn unten hin und zünden mit der Fackel an. Hier unten, ja. Unten sind zwei Kisten, in der zweiten Etage quasi, also 0 minus 1. Ich will hier raus. Okay, ja, ich komme mal immer runter. Minus 1. Etage? Ey, ich will. Ja, unterm Erdgeschoss quasi. Und hin. Ja, deswegen, das ist schwierig vorbeizulaufen. Ja, ist echt blöd. Man kommt hier kaum runter so, ohne. Zement mache ich jetzt. Ich habe keine Ahnung. Mal, oh, Kiste Gottes Willen. Aua. Fast tot. Sag doch, dass da ein Loch nein. ist. Nein, nein. Oh, das will Mike Zement. Entschuldige bitte. Da muss ich wirklich eine Absperrung machen. Ja, da ist ein Riesenloch. Ach nein, wirklich? Ja. Gut, dass du es sagst. Nicht reingehen. Wäre ich da fast noch reingefallen. Wie war denn das mit dem Holz reparieren? Mit rechts draufklopfen? Bitte was? Rechts, ja. Konnte ich Holz nicht reparieren? Ja, mit einfach mit der Axt rechts drauf tackern. Oh Gott, Loch. Nee, warte, ich muss erstmal hier. Ah, wo bist du jetzt hier? Bist du überhaupt hier unten oder nicht? Nee, aktuell bin ich schon wieder oben. Ah, super. Okay. Das ist, wie kommt das gerade vor wie in der Aufnahme damals? Wo bist du? Am nördlichen? Ach, ganz links? Nein, ganz rechts? Ja. Ganz ja. Ja. Informationsfluss. Nee. Ah, sag mal, hier sind doch gar keine. Kurze Frage. Soll ich die. Pistolen packe ich auf jeden Fall mal hier oben rein. Soll ich die. Messer mit zu den Waffen machen? Ja, macht Sinn, ne? So. Find hier nicht mehr raus. Nee, ehrlich jetzt. Das ist, du kannst doch nicht überall eine Nische schlagen, ohne. Ohne. Soll ich dich rausholen? Ja, nee, ehrlich nach draußen also, führen. Verdammt. Wenn du mal eben um die Ecke gucken könntest, wo. Ah, alle guten Dinge sind hier. Ach, verdammt, da bin ich zweimal vorbei. Warte. So, jetzt gucke ich mal unten, was der Jack da macht. Hier, mach's bitte ordentlich da und nicht einfach alles unterhöhlen, dann kracht uns das komplette Haus samt Inventar ein. Ja, das wollte ich jetzt vermeiden. Also, nicht kann vermeiden. Es sein, was ist dass denn du hier auch los? Nicht mehr rauskommst. Doch. Nee. Hoch. Nee, ach so. Doch, weil der Typ hier steht. Der Typ? Ups. Ja, das hat sich halt. Und dann ist das. Und dann. Ja, genauso. Mein lieber Ben, mal eine Frage an dieser Stelle, bevor die Kinder sich hier weiter zackern. Wenn die Zombies die Wände zu einschlagen, ja, dann gibt es ja diese Cracks. Dann zerfällt so ein Block aber auch erstmal in die nächste Stufe, wie wir sie auch abbauen würden, oder? Das heißt, sobald ich hier in der Wand eine Fläche sehe, die irgendwie nicht nach schwerem Holz aussieht, soll ich schnell nachheilen, weil die nächste Stufe dann Frame ist. Ja, wäre ratsam. Okay, verstehe. Dann ist das ein guter Hinweis. Mein lieber Ben. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, hier ist eine. Ich habe auch eine Frage. Oh, was entsteht denn hier? Ich höre eine Darf Biene. Ich diese Stelle? Ich höre. Auch eine Biene. Concrete steht bei mir hier in der Liste. Muss ich zwei Sachen übereinander legen. Mist. Was wird das sein? Zement und Stein. Genau. Stein und Zement. Ja, dann machst du Concrete. Oder Gravel und Dings. Nein, es ist, du musst Beton herstellen. Ja, Zement habe ich. Weißt du, nee, tut mir leid, aber es ist Gravel und Zement. Und damit, du hast Zement, wo hast du den Zement her? Den muss man nochmal herstellen. Ja, den hat gemacht. Als die Erde. Wie hast du den gemacht? Indem ich den quasi geschmolzen habe, aus Stein.
Moment, ist ja 2 hoch das Ding. Achso, ist nicht schlimm, gell? Das können wir ruhig hüpfen lassen. Bin gespannt. Den kannst du, du kannst eine Mold machen für Vizent. Ja, die hat gemacht und dann ging das los. Okay, alles klar. Wie ging das mit der rechten Maustaste, und oder? Woodblanks der baut in der Tasche. Bei mir gar nichts. Jungs, ja. Wir haben uns hier echt eine beschissene Gegend zum Bauen ausgesucht. Wieso? Guck doch mal auf den Radar. Wir haben ein paar Zombies. Achso, okay, jetzt fällt es mir wieder ein. Der Grund ist... Ja. Der Zement, Quatsch, das Maisfeld. Nein, ja. An Biomgrenzen ist es immer ungünstig zu bauen, weil ich glaube, dass die Zombie-Horden so nach Biomen angeteilt sind und an den Grenzen läufst du Gefahr, dass du die von beiden Enden abkriegst. Merkt ich kann was? Nicht bauen. Wie baue merkt ich was? Hast du Woodpings in der Tasche? Ach so, nee. Okay. Dann wäre das sinnvoll. Das erklärt sich ja alles klar. Ja. Hier sind sehr viele, aber ich kann sie auf die Entfernung im Dunkeln echt nicht sehen. Wisst ihr noch was? Nee. Es ist Nacht. Folge ist zu Ende. Wisst ihr noch was? Genau, Folge ist zu Ende. Es tut mir wirklich leid, nein, liebe Zuschauer. Ja, es ist alle... Pfui, Diabo. Ja, aber es geht ja weiter. In 2 Tagen geht es schon wieder weiter. Übermorgen. Und mehr geht nicht. Nein, mehr geht nicht. Und auch nicht jeden Tag. Ne? So, dass wir uns da verstehen. Vergesst es. Vergesst es. Jedes Mal kommen die Fragen. Nein, es geht nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat dieses Mal, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Jetzt weiß ich auch, warum man das hier erhöht, damit man nicht auf dem Feld rumtrampelt, weil das hat der Minas ganz oft getan. Ich wollte gerade sagen, nicht das Mann, sondern das Du. Genau. Das Ich. Nein, das Minas. Wollte ich gerade sagen. Ersetze Mann durch Minas. Wenn euch diese Folge gefallen hat und der kleine Ausflug nach Dearsville und meine Lebensrettung natürlich durch den unvergleichlichen Wildcry, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wir sehen uns zum nächsten Teil von 7 Days to Die wieder, wenn wieder Tag ist, die Bienen nicht mehr schwirren und Jack weiter am Sprengen ist. Macht's gut. Schön. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.